Servus und grüß euch zu einer weiteren Modvorstellung hier auf meinem Kanal. Heute die neue Fabrik für Kunststoff von Moracal Charleston. Ich habe ja schon eine kleine Bastelzeit-Modvorstellung dafür gemacht. Da könnt ihr euch dann anschauen, wie wir das Ganze hier mal aufgebaut und angeschlossen haben. Ich möchte jetzt nochmal kurz auf die Besonderheiten der Fabrik eingehen und dann werden wir mal das Ganze in Betrieb nehmen. So, wie wir hier schon wieder an den einfahrenden Fahrzeugen sehen, hat die Station wieder einen Besuchermagneten, das heißt, er benötigt oder die Fabrik fordert Arbeiter an. Das Spezielle an dieser neuen Fabrik ist jetzt, dass die angeschlossene Bahnhof nicht für den Abtransport oder die Anlieferung von Rohmaterial gedacht ist, sondern eben ein Personenbahnhof ist, um dort Arbeiter anzubinden, die eben dann dort per S-Bahn zum Beispiel hinfahren können. Die Station hat auch, oder der Mod hat auch eine Busstation, die wir hier sehen. Man kann die Busstation an zwei verschiedenen Stellen bauen, wie wir hier sehen. Oder man kann sich hier nochmal ganz kurz die Einstellungen, die der Mod bietet, noch machen. Ich könnte also praktisch den Bahnhof entfernen. Dann wäre es halt ein reines nur für LKWs. Ich kann in der Station die Oberleitungen ein- und ausschalten. Ich kann die Haltestelle für die Busse zwischen Hauptgebäude und Hofseite und sogar auf keine umstellen. Das heißt, dann hätte das Ding auch keine Bushaltestelle. Aber in diesem Mod haben wir es jetzt mal mit, oder in dieser Vorstellung haben wir es jetzt mal mit angeschlossen und eben auf der Seite des Hauptgebäudes. Und der Mod besitzt noch LKW-Terminals, die wir hier für die Anlieferung und Abholung der einzelnen Rohstoffe bzw. des Endproduktes nutzen können. Ja, was Sie hier sehen, ist hier ein Eimer-Endpunkt. Hier vorne der zweite und hier an der Straße wäre der dritte Punkt. So, aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal in Action sozusagen an. Dazu fangen wir jetzt mal an und kaufen jetzt mal Straßenfahrzeuge für unsere ganzen Passagierlinien. Das heißt, da können wir jetzt den Überlandbus mal nehmen für die Anlieferung unseres Personals per Bus, damit wir eben auch sehen, dass die Haltestelle hier genutzt wird. Dann können wir einmal unsere Busse kaufen für unsere beiden Städte. Das zeige ich euch dann, wenn wir die S-Bahn-Linien eingerichtet oder einrichten. 2, 3, 4, 5, 6. Weil wir haben hier praktisch unsere beiden Städte Brieselang und Gräfendorf jeweils mit einem S-Bahn-Bahnhof angeschlossen. Und hier haben wir einen kleinen Buszubringerverkehr eingerichtet, damit die Sims auch zum Bahnhof kommen. Das heißt, wir werden jetzt einmal für den Bus Brieselang unsere Fahrzeuge kaufen und werden wir das Ganze dann auch noch für unseren Busverkehr in Gräfendorf kaufen. So, und dann brauchen wir noch unsere entsprechenden Zuliefer- und Verbrauchs-LKWs, die sind einmal hier angeschlossen an dieser Import- und Exportfabrik von RPG Fabi, einmal eben um Material anzuliefern bzw. Material abzuholen, damit wir also hier sehen, dass die Produktion startet. Das heißt, wir brauchen jetzt einmal Güter-LKWs für Getreide, hätte ich mich jetzt entschieden, die wir hier anliefern. Können wir jetzt zwei von denen hier nehmen. Ich glaube, da gibt es sogar einen, der nur Getreide kann, genau. Jetzt dann noch einen. Nehmen wir jetzt mal 6 Stück davon. Mit Anlieferung Getreide. Und dann würde ich sagen, nehmen wir noch ein paar, die eben unser Endprodukt, den Kunststoff, abtransportieren. Mischen wir mal ein bisschen bunt durch. Stellen wir das Ganze aber fest auf Kunststoff ein. Ich mache das eigentlich immer recht gerne, wenn ich so Linien habe, wo eigentlich nur ein Produkt transportiert werden soll.
dass sie eben nicht die KI wieder irgendwas anderes transportiert oder irgendwelche Wege etwas umleitet. Mache ich das eigentlich immer gerne so, dass ich sage, bei den LKWs, die nur ein Produkt transportieren sollen, aber wenn man es auf automatisch lassen könnte, ist es mir einfach lieber, wenn ich das Ganze immer fest einstelle. Und die weisen wir jetzt auf unsere Linie Verbrauch Kunststoff zu. Und dann würde ich sagen, kaufen wir uns noch überall eine S-Bahn-Garnitur. Dann nehmen wir jetzt wieder meine beliebten Kombinationen von der S-Bahn München. Und zwar die andere zuerst, damit die rausfahren kann und uns den Verkehr nicht blockiert. Und dann nehmen wir einmal die Bahnland Bayern. Und wir den da noch, dann nehmen wir die Garten Center Seebauer. Die weisen wir jetzt auf unsere andere Linie zu. So, dann haben alle Linien soweit bestückt, würde ich sagen. Ich hoffe, dass jetzt hier ein bisschen von dem anderen Verkehr dann anläuft. Wie wir hier sehen, durch den eingebauten Besuchermagneten ist jetzt hier schon etwas reger Personenverkehr auch. Eben als Arbeiter, wie wir hier sehen, Zielarbeitsplatz, der also hier in seine Fabrik geht. Sieht also teilweise immer die Dinger hier verschwinden. Der Besuchermagnet müsste irgendwo vorne eingebaut sein. Jetzt haben wir es wieder gesehen, dass das eine Auto verschwunden ist oder hier an der Stelle eben dann wieder erscheint. Ich hoffe, dass die nicht zu lange ist. Da hätte man einfache auch nehmen können. Ich glaube, dass der Haltepunkt wieder irgendwo hier vorne im Bahnhof drin sein müsste. Es müsste aber schon gehen, weil wir ja keine großen Wendeprobleme haben mit den Weichen. Schaut ein bisschen ulkig aus. Also bauen wir das Ganze mal auf Single-S-Bahnen um. Schaut, glaube ich, besser aus dann auch. So, dich drehen wir auch noch mal kurz um. Schicken wir dich auch gleich mal ins Depot. Kaufen wir es beide mal. Es wird jetzt eh ein bisschen dauern, bis die Produktion anläuft. Dann können wir uns jetzt hier ein bisschen mit den S-Bahnen beschäftigen. Kaufen also nur zwei Einzelgarnituren. Das heißt, dann nehmen wir einmal die S-Bahn München und einmal die Bahnland Bayern. Mehr wird es da dann nicht geben auf der Strecke. Müssen wir jetzt nur kurz warten, bis die eine eingefahren ist. Dann können wir die anderen beiden losschicken. So, schauen wir mal, ob die Fabrik schon produziert. Da sehen wir noch nichts, oder? Anlieferung Getreide ist auch noch nichts. Das ist die Verbrauch. Die verbraucht noch nichts. Ja, hier sind wir schon, haben wir schon die ersten Einheiten Getreide liegen. Das heißt, dass auch die Fabrik jetzt dann bald Kunststoff produzieren sollte. Hier Getreide angeliefert wird. Das sind noch die falschen. So, die S-Bahn ist drinnen. Dann können wir die anderen beiden einmal losschicken. Damit wir hier auch unsere Arbeiter per S-Bahn aus den Städten bekommen. Ah, sehen wir schon, die ersten 16 Einheiten Getreide werden angeliefert. Der wird auch noch drei Einheiten mit dabei. Die anliefernden LKWs fahren jetzt durch und müssen hier dann abladen, soviel ich noch weiß, genau. Der müsste jetzt also gleich seine Ladung loswerden, die 16 Einheiten. Sollten eigentlich, hier sieht man es hinten im Bereich, die ersten Einheiten Plastik produziert werden. Plastik oder Kunststoff, wie immer man das jetzt auch wieder nennen mag.
Bus, hier warten wir ein LKW, das Terminal noch blockiert. Sollte aber hoffentlich gleich weitergehen hier. Jawohl. Produziert die Industrie schön. Die Obergrenze ist auf 2400 fest eingestellt. So, dann kommt jetzt hier mal unsere eine S-Bahn. Damit unsere Arbeiter hier nicht zu Fuß zur Fabrik gehen müssen, die kein Auto besitzen, machen wir ihnen das Ganze ein bisschen leichter. Nichts. Na, da ist der erste. Der wird aber bloß wahrscheinlich wieder innerstädtisch fahren. Da ist unsere S-Bahn noch leer. Dauert jetzt auch wieder ein bisschen, bis halt hier der entsprechende Bedarf oder bis eben die KI mitbekommt, dass hier eben so eine Möglichkeit besteht. Lassen wir mal das Ganze so ein bisschen laufen und schauen uns das Ganze an. Ich hoffe, das Ganze ist euch nicht zu langweilig. Aber es ist ja doch einiges an Verkehr hier los, damit man immer wieder was sieht. Ja, da kommt unsere S-Bahn wieder. Noch ein bisschen entschuldigen, falls meine Stimme da ein bisschen komisch klingt. Bin immer noch leicht erkältet. Hoffe, dass das jetzt die nächsten Tage wieder etwas besser wird. So, war dann mit dem Symbol auch schon wieder, dass hier ein paar Einheiten Kunststoff auf den Abtransport warten. Aber da kommt ja eh schon ganz oben der passende LKW dafür. Den Bus oder sowas. Ja, hat auch schon zwei Arbeiter mit dabei, die hier aussteigen. Schauen wir mal auf unsere S-Bahnen. Auch die hat schon zwei Arbeiter mit dabei. Genauso müssen wir dann irgendwann sehen, dass die Arbeiter auch wieder auf dem S-Bahn-Bahnhof auf ihre Rückfahrt in ihre Wohnung warten. Dass man Busbahnhof einmal sieht, dass hier dann Leute warten. Wartet im Moment einmal nichts. Was man sollte noch ein bisschen weiterlaufen. Ich stelle es mir auf doppelte Geschwindigkeit. Vielleicht sehen wir dann, dass beim Schichtende auch hier die Personen wieder gerne nach Hause wollen. Oh, jetzt sieht man also hier bei der Bushaltestelle wartet schon der erste nach seiner Schicht. Das sollte wahrscheinlich jetzt dann aber auf dem S-Bahn-Bahnhof also sein. Da kommen die Arbeiter brav zur Schicht. Hier sogar der Besuchermagnet sein, den man hier sieht, oder ist das ja genau? Na, da wartet eine auch auf den Bus. Schauen wir mal an, am S-Bahn-Bahnhof einmal Personen bekommen, die auf ihre Rückreise warten in die Stadt. Aber wenn man sieht, die Wagenkette läuft recht gut. Kann man sich jetzt auch die Motten einmal anschauen. Da sieht man also jetzt hier, dass die Fabrik und die ganzen Gebäude heute halt mal etwas anderes wieder sind und nicht einmal diese Einheits-Vanilla-Gebäude. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Abwechslung. Hier hinten das Ganze dann eben mit ein bisschen Ersatz ausgefüllt. So kleine Häuschen mit Tanks, mit den ganzen Leitungen dazwischen.
Straße hier durchschlängelt. Auch hier zwischen den Gebäuden sieht man dann immer wieder ein paar so leere Container. So ersetzt drinnen. Eine wirklich schöne Abwechslung zu den Vanilla-Gebäuden. So, ich hätte jetzt gehofft, dass wir jetzt hier mal, wie gesagt, bei den S-Bahn-Stationen oder bei der S-Bahn-Station auch noch ein bisschen mehr Anschluss bekommen. Busse, glaube ich, brauchen auch ein bisschen, bis jetzt wieder aus den Städten zurück sind, weil wir ja noch, glaube ich, 6 Stück gekauft haben. Ich lasse das Ganze jetzt einfach mal laufen, bis wir jetzt hier halt auch noch mal an der S-Bahn-Station hoffentlich noch Possums sehen, die auf ihre Heimreise warten. Oh, es werden immer mehr. Ganz schöner Schwung angekommen, wie wir hier sehen. Wir sehen, nutzen natürlich jetzt auch die KI wieder die Möglichkeit, Personen via S-Bahn zu der Busstation zu bringen, um zwischen den Städten einen kleinen Zwischenverkehr einzurichten. Oh, jetzt kommt schon wieder ein Bus angefahren. Der uns hier wieder einen Haufen neue Arbeiter bringt und die anderen wieder mitnimmt. Aber immer leider noch keinen, der wieder per S-Bahn nach Hause will. Das sind aber alles fleißige Arbeiter mit langen Schichtzeiten. Aber ich glaube, je mehr Sims, dass wir jetzt immer in der Fabrik haben, umso mehr wird jetzt dann auch der Rücktransport losgehen. Wie gesagt, ich hoffe, es wird euch jetzt nicht zu langweilig. Ich würde das jetzt gerne nochmal so lang weiterlaufen lassen, bis wir eben hier, wie gesagt, an der S-Bahn-Station auch nochmal ein bisschen Personen haben. Dass man auch sieht, dass also dieser Teil des Mods sauber funktioniert und arbeitet. Gut, hat jetzt wieder ein bisschen eine längere Mod-Vorstellung. Aber ich könnte das Video dann vielleicht gerne mal ein bisschen vorspringen oder vorspulen lassen. Ich möchte es dann auch nicht zusammenschneiden. Das mit diesem, mit dieser regen Betriebsamkeit hier natürlich auch ein schönes Bild gibt. Unsere ganzen LKWs hier einfahren und Getreide anliefern und die anderen hier Kunststoff abholen. Immer noch keine Arbeiter, die wieder nach Hause wollen. Das Fleißige sind hier bei Transportfieber. Könnte natürlich sein, dass der Besuchermagnet natürlich jetzt auch hier die Sims nur anfordert und eben die dann, sage ich mal, leise verschluckt. Und dass eben hier wahrscheinlich dann keine Sims mehr erzeugt werden, sagen wir mal vorsichtig, die halt dann wieder auch in die Stadt zurück wollen. Bringt das Ganze natürlich auch nichts. Die einzige Möglichkeit, die wir wahrscheinlich hätten, wäre, wenn jetzt eben Personen, die mit dem Bus hier ankommen, aus der anderen Stadt oben eben per S-Bahn dann in die Städte weiter wollen. Die Arbeiter werden hier dann wahrscheinlich nicht zurücktransportiert. Dann haben wir dieses Phänomen auch geklärt, würde ich sagen. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr ein paar Kommentare zu dem Video da lasst, ob es euch gefallen hat. Wahrscheinlich wird jetzt wieder irgendwas kommen, dass es ein bisschen zu lang war. Dafür entschuldige ich mich natürlich gleich einmal. Ihr könnt natürlich auch dem lieben Kalk Charlson ein paar nette Grüße hier lassen für seinen Mod, ob euch das Ding gefällt. Ich schätze mal, nachdem er schon 3 verschiedene Varianten der Fabriken geändert hat, dass auch da noch einiges kommen wird. Wenn da was Neues da ist, werde ich mich natürlich auch wieder um eine Mod-Vorstellung bemühen, damit ihr das Ganze wieder in Bild und Ton präsentiert bekommt. Den Link für diesen Mod kriegt ihr natürlich auch wieder in die Videobeschreibung eingetragen.
Und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal oder zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal wiedersehen würden. Falls noch nicht, lasst doch bitte ein Abo da. Wie heißt es bei einem anderen Kollegen oder schön, es kostet ja nichts. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Maverick.